Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich der Mathematik. Ich bespreche heute den wichtigen Begriff Barwert, der in verschiedenen Berechnungen der Finanzmathematik eine große Rolle spielt, zum Beispiel Rentenrechnung. Hier aber ein einfaches Beispiel, wo es um ein Sparguthaben geht. Und zwar haben wir hier folgende Angabe. Erich möchte in 3 Jahren 8.500 Euro auf seinem Sparbuch haben. Welchen Betrag muss er heute, und das ist eben der Barwert, anlegen, wenn das Guthaben jährlich mit 2% effektiv verzinst wird? Wenn wir uns jetzt die Fragestellung ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir haben hier also praktisch schon das Endergebnis gegeben, also der Betrag nach 3 Jahren, den wir sonst berechnen, das sind die 8.500 Euro. Und uns interessiert jetzt quasi den Betrag, den Erich einlegen muss, und zwar heute, um eben diese Summe von 8.500 Euro zu erlangen. Wir errechnen also nicht das Endkapital sozusagen, sondern dann den Barwert, das Anfangskapital, das Erich zur Bank bringen muss, ergänzt um die Angabe, dass die Verzinsung 2% effektiv beträgt. Und das führt uns jetzt zur Definition des Barwerts. Was ist überhaupt ein Barwert? Unter dem Barwert versteht man den Wert, den zukünftige Zahlungen, fällig in 3 Jahren, das sind hier die 8.500 Euro in diesem Beispiel, in der Gegenwart besitzen. Also das ist der Betrag, den Erich heute einzahlen muss, um in diesen 3 Jahren dann die 8.500 Euro zu bekommen. Und der Barwert wird durch die Abzinsung der zukünftigen Zahlungen ermittelt. Also wir müssen quasi zurückrechnen. Normalerweise zinsen wir auf vom Anfangskapital zum Endkapital. Und jetzt der umgekehrte Vorgang, wir nehmen eine Abzinsung vor. Und warum hat der Barwert in der Finanzmathematik auch eine wichtige Rolle? Damit können Angebote, die zu unterschiedlichen Zeiten getätigt werden, miteinander verglichen werden, wenn wir zurückrechnen, was wir jeweils einzuzahlen haben. Doch nun zurück zum Beispiel, das wir hier vorgefunden haben. Wie immer formulieren wir in einem ersten Schritt die Variablen, beziehungsweise wir bestimmen die Variablen, indem wir aus dem Text die Angaben entnehmen und diese in eine mathematische Form überführen. Erich möchte in 3 Jahren 8.500 Euro auf seinem Sparbuch haben, mit einer Verzinsung von 2%. Wir haben hier 4 Variablen gegeben. K0, das ist der Barwert. Kn, das ist der Endbetrag. P, das sind die Zinsen, und das F heißt effektiv, weil ja in Österreich die Kapitalertragssteuer abgezogen wird. Und N, das ist die Anzahl der Jahre. Wenn wir jetzt nun die Angaben übernehmen, dann ist K0 der gesuchte Wert. Das ist ja der Barwert, den wir hier berechnen, Kn der Endbetrag, das sind die 8.500 Euro. Der Zinssatz, der effektive, der beträgt hier 2%, und Jahre haben wir hier 3 gegeben. Damit haben wir eigentlich dann den wichtigsten Schritt schon durchgeführt. Wir haben die Variablen definiert und müssen diese jetzt in einem zweiten Schritt nur noch berechnen. Dazu gibt es auch eine Formel, die Abzinsungsformel, und die lautet K0 ist gleich Kn mal Klammer 1 plus PEF geteilt durch 100 Klammer zu hoch minus N, und das Minus, da steht eben für die Abzinsung und nicht für die Aufzinsung. Wenn wir jetzt die Variablen durch Zahlen ersetzen, dann ersetzen wir Kn durch die 8.500, der 1er bleibt, PEF geteilt durch 100, das waren 2%, das ergibt dann 0,02, und das Ganze noch hoch minus 3, weil ihr N 3 Jahre beträgt. Wer will, kann jetzt noch in der Klammer 1 plus 0,02 zusammenfassen. Das heißt, die Rechnung würde dann lauten 8.500 mal 1,02 hoch minus 3. Das berechnen wir mit dem Taschenrechner und erhalten dann das Ergebnis von 8.009,74 Euro. Das ist also der Betrag, den Erich jetzt einzahlen muss, um in 3 Jahren 8.500 Euro zu erhalten.
Das Ganze formulieren wir jetzt noch in einem Antwortsatz. Erich müsste jetzt 8.009,74 Euro anlegen, um in 3 Jahren 8.500 Euro zu erhalten. Und das war's schon. Wir sehen also, die Berechnung des Barwertes ist nicht schwer. Wichtig ist, dass ihr euch hier diese Formel merkt, die ich hier noch farbig markiere, und hier das Minus oben beim N, das ist ganz wichtig, weil es ist ja hier die Abzinsung, die wir hier zur Berechnung des Barwerts vorzunehmen haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.